Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Heute ist der zweite Advent. Er trägt das Kleid der Sehnsucht. Viele der alten Adventslieder passen heute gut. O Heiland, reiß die Himmel auf, zum Beispiel. Ungestillte Sehnsucht nach Erlösung, nach dem Ende von Not und Elend, nach Gerechtigkeit für alle, nach dem Frieden, auf den so viele Menschen schon lange warten. Heute ist auch der Tag der Menschenrechte. Allzu leicht geraten diese Rechte in Vergessenheit. Sie gelten nicht nur den Mächtigen und Tatkräftigen, sie gelten für alle. Sie kommen gerade denen zugute, die sie nicht für sich erstreiten können, deren Stimme ungehört verhallt. Jeder Mensch hat diese Rechte von Geburt an, ohne Antragsformular und Urkunde, ohne Voraussetzung, bedingungslos. Dennoch muss an die Menschenrechte erinnert werden. Ihre Wurzeln liegen auch in den biblischen Schriften, in der uralten Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche steht im Lukasevangelium im 21. Kapitel. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Leid und Elend, Unrecht und Krieg beugen die Menschen damals und heute, bedrücken und belasten. Wer eine Last auf den Schultern trägt, schaut nach unten, zum Boden hin. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist mehr als Kopf hoch, aber das steckt auch drin. Trotz alledem soll unser Gang aufrecht sein und weit der Blick, damit wir sehen, was sich in der Ferne tut, was von dort her auf uns zukommt. Wir warten aber auf den kommenden Heiland und Erlöser. Einen frohen zweiten Advent wünscht Ihnen Pfarrerin Susanne Wolf von der Tübinger Stiftskirche.